Eden Golan hat es geschafft. Israel hat sich am Donnerstag für das Finale beim Eurovision Song Contest qualifiziert. Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas eine umstrittene Entscheidung. Die Veranstalter des Eurovision Song Contest betonten immer wieder, der Sangeswettstreit sei unpolitisch. Der Text des israelischen Beitrags musste mehrfach geändert werden. Dennoch, am Veranstaltungsort im südschwedischen Malmö kam es den ganzen Tag über zu anti-israelischen Kundgebungen. Mehr als 10.000 Demonstranten waren nach Polizeiangaben in der Stadt, um für die Palästinenser und gegen die Teilnahme Israels am Song Contest zu protestieren. Darunter auch Greta Thunberg. Es sollte überall Proteste geben und wieder einmal gehen junge Menschen voran und zeigen der Welt, wie sie reagieren sollte. Für das Finale am Samstag erwartet die schwedische Polizei erneut Proteste und Demonstrationen. Die Sicherheitskräfte sind weiterhin mit einem Großaufgebot im Einsatz.